das sah jetzt danach aus, als ob ich ein Druide wäre, wie zum Beispiel bei Asterix und Obelix, der so seinen geheimen Zaubertrank selbst braut und der wahre Wunder entfaltet. Okay, wahre Wunder tut er jetzt nicht entfalten, wenn man den, ja, das kennt, was ich gemacht habe. Handelt sich mehr oder weniger um einen flüssigen Dünger, den ich mir jetzt kostenlos und einfach selbst herstelle. Ist im Prinzip wie eine Jauche. Wer jetzt zum Beispiel von euch Brennnesseljauche hergestellt hat oder öfters gemacht hat, der weiß, wie das ungefähr funktioniert. Den Dünger hier, den habe ich jetzt mit meinem eigenen Urin vermischt. Und Löwenzahn, den eigenen Urin habe ich jetzt bei mir immer abfüllen lassen, diesen einen Kanister, den ihr sehen konntet. Da tue ich jetzt immer auch effektive Mikroorganismen rein, einfach als Trenn, ja, sozusagen als Trenntoilette, damit ich auch den Urin wieder in den Kreislauf bei mir in den Garten mit einbringe. Und dann auch Löwenzahn, weil ich jetzt zum Beispiel bei der Wildblumenwiese ein bisschen rausgestochen habe, damit er mir nicht dazu überwuchert. Denn schließlich möchte ich bei mir in der Wildblumenwiese andere Blumenarten als Löwenzahn haben. Deswegen habe ich den da rausgestochen und gleich mit in die Jauche, damit halt zum Beispiel die Blüten nicht unbedingt Samen mit in die Beete mit reinbringen, wenn sie sie werfen. Das muss man die auch immer wieder stechen. Aber das bei der Jauche von dem Prinzip her ist es eigentlich das Gleiche. Man nimmt halt zum Beispiel eine Pflanzenart wie zum Beispiel Brennnessel, Kohl, Beinwell, Löwenzahn. Man kann eigentlich so ziemlich alles nehmen, was man möchte. Gibt es in diesen Fass zum Beispiel rein, füllt es mit Wasser auf, in meinem Fall jetzt mit Urin und vermischt es dann auch die ganze Zeit, also alle zwei Tage versucht der Sauerstoff mit einzubringen, weil das dazu sorgt, dass die Jauche vergärt. Da kommen halt Fäulnisbakterien, die zersetzen das alles und nach zwei bis, sagen wir mal, vier Wochen, je nachdem wie das Wetter ist und ob das Fass in der Sonne steht oder nicht, ist dann die Jauche fertig. Wenn jetzt zum Beispiel beim Rühren keine Bläschen hervorscheinen und da kann man zum Beispiel seine Pflanzen im Verhältnis von 1 zu 10 im Gießwasser super mit Leben bereichern. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier zum Beispiel meinen Urin genutzt habe und möchte einfach hier meine eigene Erfahrung machen. Ich habe schon öfters mit meinen Pflanzen mit Urin begossen, hat denen sehr gut getan. Und das ist jetzt einfach noch eine Mischung davon, dass ich halt zum Beispiel meine eigene Jauche nochmal mit Urin verfeine. Für mich ist es einfach nur wichtig, ein Teil dieses Nährstoffkreislaufes zu sein. Deswegen nutze ich ja meinen eigenen Urin. Und Jauchen sind wirklich wunderbarer Dünger für den Garten. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt irgendwie in einem großen Gartencenter oder sonst irgendwo wieder Flüssigdünger kaufen, wo man wieder Geld hinlegen kann, wenn die Natur schon alles zur Verfügung stellt. Man braucht halt nur ein bisschen Zeit und Geduld. Und wenn die Brennnesseljauche, weil die stinkt auch höllisch, da sollte man erstens aufpassen, dass man seine Nachbarn vielleicht nicht unbedingt damit auf den Keks geht. Mit Urgesteinsmehl kann man das zum Beispiel den Gestank oder den Geruch ein bisschen minimieren. Und ich hoffe, ich konnte euch hier so eine kleine Inspiration geben, wieder ein kleines, kurzes Video, wie ihr selbst Geld sparen könnt, autark und selbstständig werdet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne freue ich mich auch, wenn ihr einen netten Kommentar zum Beispiel unten im Video hinterlässt. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit es immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, über Social Media Kanäle auch zum Beispiel. Hilft mir sehr. Genauso wie das Abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Hilft alles dem Kanal weiter aufzubauen. Hilft auch mir weiterhin für euch Videos zu machen und das Projekt weiter am Laufen zu halten. In diesem Sinne fängt jetzt an zu hageln. Ich beende jetzt mal das Video, sonst wird es noch ein bisschen ekelhafter. Ich wünsche euch angenehme Zeiten im Garten, auch wenn das Wetter jetzt mehr schlecht als recht ist, aber egal, damit muss man leben. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.